Jungs und Mädels, was geht ab? Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir unseren Epic Games Account mit unserem Rockstar-Konto verbinden können. Dafür öffnen wir am besten als allererstes mal irgendeinen Browser. Ihr könnt das rein theoretisch auch auf dem Handy machen, das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Und hier gehen wir dann als erstes einmal auf die Rockstar-Website. Den Link zu beiden Websites lasse ich euch auch in der Videobeschreibung. Als nächstes gehen wir nämlich gleichzeitig auch einmal auf die Epic Games Website und bei beiden Diensten müssen wir uns dann natürlich hier bei der Website einmal in unseren Account einloggen. Also natürlich hier erstmal bei Rockstar, dann klicken wir auf Sign In und loggen uns einfach einmal ein. Und genau das gleiche machen wir dann auch bei Epic Games. Hier bin ich gerade schon eingeloggt. Wie gesagt, wenn das bei euch noch nicht der Fall ist, dann meldet euch bei beiden Websites einmal kurz an. Ja, jetzt ist es so, dass wir normalerweise ganz einfach bei Rockstar Games einmal auf unser Profil klicken können und dann haben wir hier einmal die Settings bzw. die Einstellungen und dann haben wir hier den Punkt Link Accounts. Wenn wir da einmal draufklicken, dann sehen wir einmal die Dienste, die wir gerade sozusagen mit unserem Rockstar-Account verbunden haben und auch noch die Plattformen bzw. Dienste, die wir eben noch verbinden können. Steam gibt es hier beispielsweise, dem einen oder anderen von euch fällt es aber wahrscheinlich auch schon auf. Epic Games fehlt hier in der Liste. Wir können also nicht Rockstar und Epic Games direkt miteinander verbinden. Was wir stattdessen einmal machen, ist, dass wir hier oben auf diesen Support-Button klicken und dann werden wir nämlich zu der Support-Website von Rockstar weitergeleitet und wir werden jetzt praktisch einen Antrag darauf stellen, dass unser Rockstar-Account mit unserem Epic Games-Konto verbunden wird. Wir wählen hier bei der Support-Website also einmal Account Support und dann klicken wir hier auf Rockstar Games Account. Dann klicken wir hier einmal auf Account Linking und dann sehen wir hier schon so Felder, wo wir eben die benötigten Informationen eingeben können. Wir haben hier also erstmal Enter your PSN Online ID for PlayStation, Gamertag for Xbox oder Rockstar Games Account E-Mail for PC. Bedeutet, wir geben jetzt hier einmal unsere Epic Games ID ein und die finden wir bei der Epic Games Website, deshalb mussten wir uns auch eben hier einmal einloggen. Dann klicken wir auch hier einmal oben rechts in der Ecke auf unser Profil und haben dann hier den Punkt Account. Dann öffnet sich hier kurz so eine neue Seite und da sehen wir dann ganz oben schon bei Account Information unsere ID. Die könnt ihr am besten mit der ID davor einmal kopieren und dann einfach Steuerung C und dann fügen wir die einmal hier ein. In diesem Feld ein, in diesem oberen Feld sozusagen und bei der Beschreibung schreiben wir dann einfach rein, sehr geehrtes Rockstar-Team, ich bitte Sie, meinen Rockstar-Account mit meinem Epic Games-Account zu verknüpfen. Hier ist die ID von meinem Epic Games Account und dann fügt ihr die ID am besten hier einfach nochmal ein und dann schickt ihr diese Anfrage einfach ab. Genauso könnt ihr übrigens nachher auch diese Verknüpfung wieder auflösen, bedeutet auch dann müsst ihr wieder einfach hier praktisch so eine Anfrage an den Support senden und dann werden die euch darauf antworten. Eventuell wollen die dann noch irgendwelche weiteren Informationen haben, aber ansonsten werden die euch dann so auf jeden Fall weiterhelfen. Wie gesagt, das ist leider die einzige Option, unseren Rockstar Account mit unserem Epic Games Account zu verknüpfen, denn über diese Linked Account Seite funktioniert das Ganze ja leider nicht. Diesen Text hier packe ich euch natürlich auch in die Videobeschreibung, dann könnt ihr den einfach rauskopieren. Ihr solltet dann natürlich nur noch eure ID ersetzen. Wenn ich euch mit diesem Video hier also etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wirklich sehr über einen Like freuen. Kuss fürs Zuschauen und haut rein!